Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Experiment von Level Up. Wir testen heute zusammen die Galaxy Edition mit der Summer Edition und wir müssen mal gucken, ich habe alles vorbereitet, was da für ein Geschmack rauskommt. Wir fangen einfach mal an, wir wollen gar nicht so lange warten. Ich nehme einen Löffel Galaxy Edition. Einmal da rein. Und dann kommt ein Löffel von der Summer Edition dort rein, die ja diesen Kokosgeschmack hat, ne? Oh, ein bisschen gespritzt hat's. Naja, gut. Das sollte nicht das Problem sein. Okay, wir haben das. Dann würde ich sagen, mixen wir einfach mal los. Und lassen uns überraschen, was für ein Geschmack hier rauskommt, ne? Also Galaxy Edition ist ja so Blaubeere und Summer Edition ist Kokos-Blaubeere. Na toll, jetzt habe ich hier rumgemehrt, rumgespritzt, großartig. Pfui, jetzt ist das ausgelaufen. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Aber okay. Wir wollen trotzdem zusammen testen. Ja, es ist so eine komische blau-graue Mischung. Ja, die Galaxy Edition kommt zum Vorschein. Und so ein bisschen kommt auch die dieses Kokos hier raus. Ja. Ich glaube jetzt, das ist so eine Mischung gewesen, die ist... Ja, das mischt man, glaube ich, nicht zusammen. Man kann zwar die Galaxy Edition mit der Nuklear Edition zusammenmischen, denn so eine Mischung hat ja jetzt Level Up selber rausgebracht, aber die Galaxy Edition mit der Summer Edition ist dann doch ein Geschmack, das ist wahrscheinlich nicht für jedermann gedacht. Aber ich denke mal, man gewöhnt sich an jeden Geschmack und dieser Geschmack ist jetzt für mich also nicht empfehlenswert für euch. Also das ist schon seltsam. Ja, das schmeckt wirklich schon komisch. Also da haben wir, glaube ich, jetzt mal eine Mischung gefunden, die nicht so prickelnd ist, aber das ist egal. Das ist, glaube ich, unser erster Test im April jetzt, wenn die Folge erscheint. Ich hatte heute ein bisschen einen stressigen Tag, deswegen ist das alles ein bisschen kurzfristig und ich habe gedacht, ich probiere es einfach. Ich weiß, das Video wird keine Likes kriegen, aber irgendwas muss man ja raushauen, ne? Und warum soll ich das für mich alleine testen, wenn ich da euch mitnehmen kann zusammen? Und das habe ich gemacht. Und jetzt kann ich euch sagen, dass dieser Geschmack nicht besonders gut ist. Ihr könnt ihn gerne mal ausprobieren und mir eure Meinung schreiben, was ihr davon haltet, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen und sage, wir sehen uns beim nächsten Test von Level Up. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.